Viel Spaß mit meinem Video zur Veranstaltung Vielfältig demokratisch. Wie gestalten wir die Gesellschaft der Vielen vor Ort? Mit dabei Claudia Roth, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Belit Onay, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover und Evrim Çamuş und natürlich mit mir als Gastgeberin. Schalten Sie ein, ich freue mich. Es gibt viel zu diskutieren. Nun befinden wir uns schon seit über einem Jahr in der Pandemie. Genauer genommen in der dritten Welle und irgendwie habe ich das Gefühl, die mag auch gar nicht mehr aufzuhören. Und wieder werden wir alle ZeugInnen, dass bestimmte Gruppen oder wie bestimmte Gruppen in diesen verschiedenen Entscheidungsprozessen nicht berücksichtigt werden oder vergessen werden. Es hat sich gezeigt, der sozioökonomische Status, der über Faktoren wie Einkommen, Bildung, Beschäftigungsverhältnisse wirklich da Aussagen darüber sagt, wie das Infektionsrisiko, wie hoch das ist. Und das fand ich ziemlich gruselig. Das Deutsche Zentrum für Integration und Migrationsforschung hat zum Beispiel gezeigt, wie Migrantinnen einerseits überdurchschnittlich in systemrelevanten Berufen arbeiten und darüber also in ihrer Funktion als Reinigungskräfte, Pflegepersonal, aber auch als PaketzustellerInnen und dadurch unser Gemeinwesen in unserem Land aufrechterhalten, gleichzeitig aber eben dadurch in diesen Beschäftigungsverhältnissen dem Infektionsrisiko viel höher ausgesetzt sind. Und dazu kommt, dass diese Berufe im Niedriglohnsektor befinden und dadurch haben halt diejenigen Menschen, die in diesen Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, natürlich viel weniger Geld, um sich bestimmte Quadratmeter leisten zu können zum Wohnen. Also weniger Rückzugsmöglichkeiten in einer Zeit, in der man eigentlich Abstand halten soll. Und das ist kein Phänomen, das sich auf die migrantische Community jetzt beschränkt. Ganz im Gegenteil, wir erleben immer wieder, dass diejenigen, die sich nicht Gehör verschaffen können, in den Parlamenten, in den Entscheidungsprozessen auch nicht gehört werden. Das betrifft einerseits auch Kinder und Jugendliche, aber auch eben die Umwelt und das Klima, die jetzt sich nicht so ausdrücken können, wie wir es können. Also, wir erleben gleichzeitig, wie Menschen, die auch Rassismuserfahrung haben, sich einbringen wollen, sich in die Debatte einbringen wollen, aber eben nicht nur unter den Rahmenbedingungen und nach den Regeln, die von der Mehrheitsgesellschaft so aufrechterhalten wurden oder festgesetzt wurden, sondern eigene Ideen haben, eigene Regeln. Und da kommt es immer wieder zu Kluften, zu Konflikten. Und das erleben wir, finde ich, in dem letzten Jahr mit dem Black Lives Matter Bewegung, mit den zahlreichen Demonstrationen auf der Straße vor der Pandemie immer wieder. Also warum ist das so? Die einen fordern Teilhabe, wollen mitsprechen, wollen mitgestalten, fordern eine integrative Sprache und die anderen sprechen von Cancel Culture oder sehen sogar die Debattenkultur bedroht. Und bei meiner Vorbereitung habe ich auch von der linken Identitätspolitik gelesen. Also wie schaffen wir es gemeinsam, die Repräsentation von und Teilhabe von Menschen mit Rassismuserfahrungen zu verbessern und welche unterschiedlichen Lösungen gibt es auf der Kommune, auf der Landesebene, auf der Bundesebene? Denn eins ist doch klar, nur gemeinsam können wir diese riesige Herausforderung angehen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, unsere DiskussionsteilnehmerInnen, PanelistInnen vorzustellen. Felice, du hattest schon Claudia vorgestellt. Ich möchte noch einfach nur hinzufügen, dass für mich Claudia jemand war, eine Menschenrechtsaktivistin von der ersten Stunde, die mich in meiner Jugend auch sehr inspiriert hat. Oder um mit Tarek Tesfus Worten zu sagen, die Beyoncé der Grünen. Ich finde, das passt es sehr gut. Passt ganz gut. Und dann ist Belit da in der Landeshauptstadt, der auch natürlich auch eine riesige Rolle in der Region Hannover steht und auch wirklich Einfluss auch jetzt in der Region Hannover hat. Er arbeitet daran, dass antirassistische Politik eben auch auf kommunaler Ebene in der Verwaltung gelebt wird und daher freue ich mich auch nochmal auf diese Fragen nachher einzugehen. Und zu dir, liebe Felice, du bist seit 2017 Bundestagsabgeordnete und Sprecherin für Migration und Integration in der Grünen Bundestagsfraktion und Obfrau im Innenausschuss. Und was ich ziemlich beeindruckend fand, ist, als ich gelesen habe, wie du dich dafür stark gemacht hast, die Parlamentsgruppe für Vielfalt und Antirassismus im Deutschen Bundestag ins Leben zu rufen und zu initiieren. Etwas, was bisher noch niemand geschafft hat und du Menschen fraktionsübergreifend zusammengebracht hast. Das war schon eine coole Nummer.
Und ich weiß nicht, ob dir das bewusst war, liebe Felis, als du jetzt uns alle angefragt hast, aber Claudia und Belit und ich, uns verbindet ein bestimmter Punkt, nämlich die Gezi-Park-Proteste. Während Claudia mittendrin war, echt Respekt davor. Und Belit ja auch, der hat ja auch darüber berichtet, habe ich meine Masterarbeit dazu geschrieben, über die Gezi-Park-Bewegung und wie sich diese soziale Bewegung in der Türkei im Internet auch mobilisiert hat. Da haben wir nochmal so einen ganz coolen Punkt, der uns alle so ja, verbindet. Nun vielleicht nochmal zu der Technik für unsere ZuschauerInnen da draußen. Ihr könnt natürlich Fragen einbringen. Dafür habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt einmal einfach eine Frage in den Chat reinschreiben. Bitte macht das einfach unter eurem Klarnamen. Und ja, oder ihr habt die zweite Möglichkeit, dass ihr die Fragen im Anschluss stellt. Und dafür würden wir euch dann das Mikrofon freischalten. Und ihr könnt dann unter eurem Namen natürlich auch nochmal die Frage stellen. Um es allen zu ermöglichen, auch Gehör zu verschaffen und auch sich zu beteiligen, solltet ihr einfach darauf achten, dass ihr nicht zu viel Raum einnimmt, sondern mit Respekt zu allen zum Punkt kommt und dass wir dann möglichst viele drankommen können. Und wie es bei den Grünen auch immer so schön ist, wir werden das quotiert machen. Die Redeliste wird quotiert. Zum Schluss vielleicht auch nochmal zum Datenschutz, weil das ja auch immer so eine wichtige Nummer ist, jetzt in diesen Zeiten, dass für euch zur Info, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und wird dann auch im Anschluss zur Verfügung gestellt, sodass diejenigen, die heute nicht daran teilnehmen konnten live, sich die Veranstaltung im Anschluss angucken können. Aber die Fragerunde wird dann nicht aufgezeichnet. Das bedeutet, nur wir als PanelistInnen sind zu sehen und ihr werdet nicht zu sehen sein, sodass eure persönlichen Informationen gewahrt sind. Und was mir am Herzen liegt, ist, dass wir heute wertschätzend miteinander umgehen wollen. Wir versuchen eine gewaltfreie Sprache, das ist mir besonders wichtig, und auch eine inklusive Sprache. Sollte das jetzt nicht immer alles perfekt sein, bitte ich euch, umsichtig mit uns zu sein. Wir möchten lernen und Sprache ist in der Entwicklung und sagt uns das einfach, schreibt es in den Chat rein und auch wir bilden uns Tag für Tag weiter. Die Grenze ist aber dort erreicht, wenn Menschen zum Objekt gemacht werden und daher behalte ich es mir vor, wenn es zu rassistischen Bemerkungen oder sexistischen, diskriminierenden Kommentaren kommt oder Anmerkungen, werde ich dann diese Person gegebenenfalls ausschließen. Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich so viel erzählt und ich freue mich jetzt umso mehr, endlich mal auch zu beginnen. Ja, nach dieser Zeit, ich hatte es ja auch eingangs gesagt, die Kultur ist ziemlich aufgeheizt. Wir haben diese Kluften zwischen die sich jetzt beteiligen wollen, die anderen, für die das vielleicht zu viel ist und die sich vielleicht auch bedroht fühlen aus irgendeinem Grund. Wo stehen wir insgesamt heute am 11. Mai 2021? Wie würdet ihr das analysieren? Und ich fange gleich mit dir, Felix, an. Nach den Anschlägen jetzt in Halle und Hanau und nach der Black Lives Matter-Bewegung, die ja auch in Deutschland auch eingeschlagen ist, wo stehen wir aktuell in der Verwirklichung in der Gesellschaft für alle? Ja, das ist eine schwierige Frage insofern, weil da eine Ambivalenz in der Antwort ist. Man muss dazu sagen, ich will das noch ergänzen, nach der Hinrichtung an Walter Lübcke eine Zäsur gehabt im politischen Diskurs in Berlin. Warum? Weil zum ersten Mal die Union gespürt hat, dass Rassismus auch sie treffen kann. Also sozusagen der Hass gegen eine vielfältige Gesellschaft, wollen wir es so ausdrücken. Und das CDU-Präsidium hat einen Beschluss gefasst, den empfehle ich wirklich, den kann man vielleicht auch nochmal hier reinposten, allen nochmal nachzulesen. Da merkt man, wie das Präsidium in alle Gliederungen der CDU reinkommuniziert, dass wer sich gemein macht, unter anderem mit der AfD, sich mitschuldig macht am Tod an Walter Lübcke. Und das muss man erstmal in so einem Präsidiumsbeschluss schreiben. Das ist in einer Zeit gewesen, wo einige Landesverbände der CDU, das wissen diejenigen, die hier auch heute Abend vielleicht zuhören,
schon sehr stark nach rechts geblinkt haben bezüglich möglicher Koalition mit diesen Rassisten. Und dann kam Halle und dann kurz danach kam Hanau und wir dürfen auch nicht die schrecklichen Attentate in Christchurch vergessen, die auch viele Musliminnen und Muslime hier bewegt haben in Deutschland, weil es auch Bezüge des Attentäters zur identitären Bewegung in Europa gab. Und was ist passiert? Zum ersten Mal, ich würde sagen, in der Geschichte dieses Landes hat ein Innenminister, ein CDU-Innenminister gesagt, Deutschland hat ein Problem und das Problem heißt Rassismus. Und das war für mich schon neu, dass die CDU das so klar ausspricht. Man muss bedenken, das gehört ja auch dazu, der jetzt gewählte Bundestagskandidat Herr Maaßen war ja auch zuvor kurz, ich sag mal, des Amtes gegangen worden, erst zum Staatssekretär ernannt und dann doch nicht. Ein Verfassungsschutzpräsident, der die Verfassung schützen soll und alle Menschen in diesem Land, aber beispielsweise die Menschenjagden von Chemnitz verharmlost hat. Also in dieser Dimension befinden wir uns. Und die Dynamik war dann doch sehr schnell. Es gab einen Kabinettsausschuss gegen Rassismus und Rechtsextremismus, maßgeblich auf Forderungen der Migrantinnen und postmigrantischen Organisationen, das muss man dazu sagen. Und sehr schnell danach ein Maßnahmenkatalog, den dann dieser Kabinettsausschuss verabschiedet hat, mit einem angeblichen Umfang, da können wir vielleicht heute Abend auch noch drüber diskutieren, von 1 Milliarde Euro. Viele Maßnahmen, die gut klingen, aber, und das ist das Problem, um das abzukürzen, Rassismus kann man nur bekämpfen, wenn wir es mal so ausdrücken wollen, durch strukturelle Maßnahmen. Rassismus wirkt strukturell und ist strukturell strukturiert und es wirken koloniale Kontinuitäten. Und wenn wir von Vielfalt und Repräsentation sprechen, das wissen wir aus der Frauenbewegung, dann braucht es auch strukturelle Maßnahmen. Und das fehlt komplett in diesem Maßnahmenkatalog. Es ist noch nicht mal eine Reform des Antidiskriminierungsgesetzes drin, geschweige denn, dass es zu einem Wehrhafte- oder Demokratiefördergesetz kommt, bis auf Eckpunkte, die angeblich morgen kommen sollen, haben wir bisher noch nicht viel gesehen. Und auch von dem angekündigten Geld, muss man dazu sagen, findet sich fast nichts im Bundeshaushalt verankert. Vielleicht das zur Einordnung am Anfang. Ich muss zugeben, als ich von dem Kabinettsausschuss gehört habe und auch die ersten Bilder natürlich gesehen habe auf Twitter, war ich so ziemlich ernüchtert. Also ich habe das jetzt auch gerade nochmal, ich weiß nicht, ob man es sieht, das sind halt die Mitglieder, klar, einige Minister und MinisterInnen, aber auf Twitter hat man dann einfach ganz oft auch gesehen oder gelesen, irgendwie ist das nicht, also irgendwie fühlen wir uns auch gar nicht repräsentiert. Wie sollen Menschen, die überhaupt gar keine Rassismuserfahrung gemacht haben, auch wirklich einschätzen, wie krass eigentlich die Gefahr auch ist und dass sie zum Tode führt? Also Halle und Hanau waren ja einschneidende Erlebnisse und jetzt hat sich das ja auch gejährt. Und ich freue mich ungemein, dass jetzt auch Menschen mehr sich empowered gefühlt haben und so zusammenhalten. Ne? Das ist auch nochmal so eine neue Bewegung. Ja, also der Handlungsbedarf ist offensichtlich, wir müssen etwas tun. Das ist auch bei der CDU, so wie du es, Felix, gesagt hast, unbestritten. Und gleichzeitig erleben wir immer wieder Widerstand von Einzelnen. Wie anfangs gesagt, Schlagwort Identitätspolitik, wir gehen zu weit oder man darf ja nicht mehr sagen, was man denkt. Und dadurch werten sie diejenigen Meinung von Rassismus betroffenen Menschen ab, die sich einbringen wollen. Und wie ordnest du diese Debatte ein? Vor allem nach den Entwicklungen auch mit dem prominenten Beispiel von Wolfgang Thierse, liebe Claudia. Wie schätzt du das aus deiner Funktion und aus deiner Rolle ein? Ja, liebe Efrem, erstmal vielen Dank, dass du natürlich Gezi erwähnt hast. Da weint mein Herz, weil tatsächlich war das eine sehr intensive Erinnerung, auch mit Belit.
Und Gysi ist ja jetzt enteignet worden und tatsächlich hat man der Stadt Gysi Park weggenommen und da soll jetzt tatsächlich eine alte, nach einem alten Plan, Kasernengebäude entstehen mit natürlich einer Einkaufsmall, ganz fürchterlich, aber es war sozusagen ein gemeinsames Erlebnis, was ich auch nie vergesse. Bin mal gespannt, was du darüber geschrieben hast. Das muss ich natürlich lesen. Also ich freue mich sehr über die Einladung von Phyllis. Habe ich mich sehr gefreut, mit Phyllis zu arbeiten. Ist ein wirkliches Privileg. Sie ist eine großartige Politikerin, weil sie mit Herz und Verstand und großer Empathie Politik macht und weil sie eine wirkliche Brückenbauerin ist in einer Zeit, wo andere Mauern errichten und diese Brückenbauerinnen, die werden wirklich sehr gebraucht. Ich hoffe, dass Belit, ich weiß nicht, ob er jetzt schon da ist, aber den grüße ich dann nachher, wenn er da ist. Ich möchte euch grüßen, bevor ich auf Pirse und Palmer und diese heißen kurz eingehe, aber mit ein paar Sachen zu sagen, die ich glaube, die wichtig sind. Also erstmal grüße ich euch aus Augsburg. Augsburg ist die drittgrößte Stadt in Bayern. In Bayern. Bayern, wie viele wissen, ist kein Einwanderungsland. Natürlich nicht. Wir haben aber 50% der Bürgerinnen und Bürger in Augsburg haben Migrationsgeschichte. Und bei den Kindern und Jugendlichen sind wir jetzt bei circa 65%. Also, dass wir kein Einwanderungsland sind, Bayern, sagen natürlich nicht wir, sagt die CSU immer noch tendenziell. Das heißt, wir sind bunt, wir sind vielfältig und es wird einfach allerhöchste Zeit, endlich in vollem Umfang diese Realität zu kapieren, anzuerkennen und zu einer pluralen Demokratie zu gestalten. Da haben wir immer noch einen Nachholbedarf, weil du ja gefragt hast, wo stehen wir? Und ich glaube, eine ganz große Aufgabe neben allem, da werden wir heute sicher noch drüber reden, gesetzgeberische Maßnahmen, Strukturen, die wir verändern müssen. Ich glaube, angesichts der Tatsache, dass wir es massiv zu tun haben mit Demokratiefeinden und mit Rechtsstaatsverächtern, die bei uns als AfD, als der parlamentarische Arm des Rechtsextremismus und des Rassismus in den Parlamenten sitzen, sei es bei euch in Hannover im Landtag, sei es in den Kommunalparlamenten, sei es bei uns im Deutschen Bundestag, haben wir es zu tun mit einer Herausforderung, mit einer starken Gruppe, die das Recht entrechten will, das Hass schürt und Gewalt zu Gewalt aufruft, die mit einer entgrenzten Sprache systematisch Minderheiten versuchen zu demütigen, zu beleidigen, auszugrenzen, zu definieren, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu, unsere Geschichte entsorgen wollen und demokratische Institutionen verächtlich machen wollen. Und dieser Terror und dieser Hass, er trifft uns alle, aber er trifft uns nicht alle gleich. Und das muss endlich anerkannt werden von allen Demokratinnen und Demokraten und kapiert werden, dass wir Gesicht zeigen müssen und die Stimme erheben, weil Demokraten und Demokratinnen nicht in einem Land leben wollen, wo niemand Angst hat. Aber du hast es gesagt, Efrem, Menschen haben Angst und ich verstehe das auch, dass Jüdinnen und Juden, dass Muslime, dass Sinti und Roma, dass People of Color, dass schwarze Menschen, dass LGBTIQ, dass Menschen mit Behinderung, dass MigrantInnen, dass Geflüchtete Angst haben. Und deswegen geht es darum, Gesicht zeigen, die Stimme erheben, ganz klar, ohne Wenn und Aber, gegen jede Form von Rassismus, von Antisemitismus, von Antiziganismus, von Muslimfeindlichkeit und von Sexismus. Und dass wir uns, das sage ich sozusagen an uns Bio-Deutsche besonders gerichtet, einfach nochmal aneignen, was der allerschönste Satz ist, den es gibt. Für mich ist es wirklich der schönste Satz. Und der bekommt gerade in Zeiten, wo Rassismus zunimmt, übrigens auch in Covid-Pandemie-Zeiten, nimmt der Rassismus zu, nehmen die Spaltungen zu. Und dieser Satz ist der Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Und das ist der Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ich glaube, wir müssen den verinnerlichen, wir müssen kapieren, was das heißt. Da steht nicht die Würde des deutschen Menschen, des männlichen Menschen, des christlichen, des weißen, des heterosexuellen. Da steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich glaube, es war ein gigantischer Fehler, ein ganz großer Fehler, dass
Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Solingen, NSU, die Blutspur von NSU, dass diese Kontinuität rassistischer, rechtsextremer Gewalt nicht wahrgenommen worden ist, verharmlost worden ist, verleugnet worden ist, kein Zusammenhang hergestellt worden ist, relativiert worden ist. Immer der Satz vom Einzeltäter. Es war immer ein Einzeltäter. Übrigens ist es ja wieder die Rede, wenn ich an den Mord an Walter Lübcke denke, dass Betroffene von Rassismus eigentlich kein Gehör hatten, dass man keine Bühne hatte, keine Ebene hatte, tatsächlich Betroffene von Rassismus anzuhören, ihre Realität wahrzunehmen und vor allem, und das ist ein Problem, dass struktureller Rassismus geleugnet wurde und wird. Übrigens auch bei uns in der Partei, also es gibt überhaupt kein Vertun, alle sagen klar, es gibt Rassismus in unserem Land, wir haben ein Rassismusproblem. Aber es gibt schon auch eine Tendenz, oder gab die Tendenz, und da ist Phyllis natürlich dagegen vorne, ich kämpfe auch dagegen, dass man sagt, naja, Rassismus, den siedeln wir jetzt mal bei den Rechtsextremen an. Nein, wir müssen uns selber hinterfragen. Die Mitte der Gesellschaft, da ist er doch angekommen, der Rassismus. Wir müssen uns hinterfragen, wie rassistisch ist diese Mitte der Gesellschaft und wie kolonialisiert ist unser Denken und wie sieht Dekolonialisierung aus und wie müssen Strukturen verändert werden. Ich glaube, dass Phyllis absolut recht hat, dass der Mord an Walter Lübcke, dass der Angriff in Halle auf die Synagoge, dass diese schreckliche Mordnacht in Hanau aufgewühlt hat, aufgerüttelt hat und dass auch übrigens der Sturm oder der versuchte Sturm auf den Deutschen Bundestag, auf das Reichstagsgebäude, als die alten und neuen Nazis identitär, diese Feinde unserer Verfassung mit ihren Symbolen auf den Stufen standen, dass das gezeigt hat, dass unsere Demokratie nicht immun ist, dass unsere Demokratie nicht immun ist. Und es ist gut, dass Seehofer sagt, ja, wir haben ein großes Problem oder das größte Problem ist Rechtsextremismus, das ist die größte Bedrohung. Aber er lobt jetzt auch schon wieder Maaßen, dass der einen guten Job gemacht hat. Er relativiert es wieder und vor allem Seehofer ist immer noch nicht in der Lage, anzuerkennen, dass wir mit strukturellem Rassismus umgehen müssen. Das heißt, dass es nicht gegen die Polizei gerichtet ist, wenn wir sagen, wir brauchen endlich Untersuchungen über Racial Profiling, über rechtsextreme Strukturen, Netzwerke, die es gibt in unserer Sicherheitsarchitektur, Polizei und Bundeswehr zum Beispiel. Und dann kommt diese Identitätspolitik beziehungsweise die Kritik daran. Wir erleben unsägliche Debatten und zwar nicht nur von den Don Alfonsos oder den Poscharts, sondern tatsächlich von Thierse, von Wagenknecht und von Palmer. Wir erleben Feuilletonistinnen, wir erleben Talkshows, wo es um Opferabos geht, wo Blackfacing als ganz was Okayes empfunden wird. Und ich glaube, dass überhaupt nicht verstanden wurde oder verstanden werden will, was Identitätspolitik heißt, dass sie nämlich eine Reaktion auf Diskriminierung ist. Eine Reaktion auf Diskriminierung, wenn einem vermeintlichen Kollektiv bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden. Und dagegen wehrt sich, dagegen ist es eine kollektive Gegenwehr, dass aus Fremdbestimmung und fremder Zuschreibung Selbstbestimmung werden muss. Eine selbstgewählte, Selbstermächtigung eine positive Konnotation. Ich glaube, dass Rassismus, Ausgrenzung, strukturelle Diskriminierung, fehlende Teilhabemöglichkeiten und Chancen und Repräsentation, das trifft uns alle. Aber, nein, stimmt nicht, es trifft uns sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Aber es geht uns alle an. Es muss uns alle gleichermaßen angehen. Und erst dann, wenn es uns alle angeht, dann, wenn das anerkannt wird, dann macht es unsere Gemeinschaft stärker und es nimmt auch niemand etwas weg. Die Erkenntnis also, dass Rassismus uns alle angeht, dass unsere Gesellschaft dadurch durchzogen ist, dass wir rassistische Sozialisierung aktiv entlernen müssen. Dafür muss aber immer noch viel geworben werden und viel gekämpft werden. Und dass die Realität in unserem Land plural ist, aber dass eine gleichberechtigte,
eine gerechte Gesellschaft der vielen, in der struktureller Rassismus und andere Formen der Diskriminierung, der Marginalisierung völlig überkommen sind. Dafür braucht es noch massive Veränderungen, Rahmenbedingungen. Und da werden wir ja sicher heute auch noch mal drüber reden. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich den lieben Herrn Oberbürgermeister aus Hannover, der mit mir die Pressekonferenz einen Tag nach Gysi, nach der Erstürmung gemacht hat. Es ist lang her. Hallo Belit, ja, schön, dass du da bist. Wir haben schon gehört, dass du noch einen wichtigen Termin hattest, was wir vollkommen verstehen. Ich hatte anfangs gesagt, dass uns alle etwas verbindet, nämlich die Gysi-Park-Proteste. Du warst ja mit Claudia wohl vor Ort und ich habe damals meine Masterthese genau darüber geschrieben. Und das heißt, wir sind uns da inhaltlich ziemlich nah. Die einen waren wissenschaftlich da und die anderen halt wirklich protestmäßig. Ja, ich möchte dich auch herzlich willkommen heißen. Du wurdest schon in deiner Abwesenheit vorgestellt als der erste Oberbürgermeister einer Landeshauptstadt mit Migrationsgeschichte. Und ich war ja auch auf der Wahlparty damals und für mich war das wirklich ein besonderer Moment. Du hattest damals gesagt, das Rathaus gehört uns allen. Und das war, das habe ich dir Wort für Wort geglaubt und ich habe das halt auch wirklich so auch gefühlt in dem Moment. Und mich auch wirklich angesprochen gefühlt und vor allem der Satz, es geht nicht darum, wo wir herkommen, sondern wo wir hinwollen, das waren besondere Momente. Natürlich hast du als ehemaliger Landtagsabgeordneter, warst ja schon, bist schon ziemlich lange eine Person der Öffentlichkeit und hast Rassismuserfahrung gemacht, aber als OB ist das ja nochmal eine ganz andere Nummer. Ich weiß noch, wie man gehört hat, dass es irgendwelche Fackelzüge in der Landeshauptstadt gab, was totaler Humbug war und Fake News verbreitet wurden. Wie ist das für dich? Wie gehst du mit diesen Rassismuserfahrungen um und wie versuchst du in deiner neuen Funktion die Verwaltung auch rassismuskritisch aufzustellen? Was für Konzepte gibt es da? Welche Prozesse hast du gegebenenfalls angestoßen? Ja, vielen Dank, Evelyn, erstmal und liebe Claudia, schön, dich wiederzusehen, wenn auch leider nur digital. Da war die Erinnerung tatsächlich damals in Istanbul, Gysi waren wirklich atemberaubend. Also es war auch eine sehr spannende politische Zeit und es war für mich auch wirklich spannend, mit dir da auch vor Ort zu sein und die Eindrücke dort sammeln zu können. Und hallo Chris, vielen Dank für die Einladung, also in dieser Runde nochmal mit euch zu diskutieren. Das freut mich sehr. Entschuldigt bitte meine Verspätung. Evelyn hat es gerade schon gesagt, wir haben echt gerade einfach mit Corona und allem, was drumherum passiert, einfach einen irren Tag, der irgendwie auch sehr schwer planbar ist. Deshalb bitte ich um Entschuldigung, freue mich aber sehr, mit euch, mit Ihnen über dieses Thema diskutieren zu dürfen. Ja, das Thema Rassismus und vor allem, Evelyn, du hast ja angesprochen, hat es mich jetzt getroffen, vor allem als gewählter Oberbürgermeister, auch sozusagen nach der Wahl. Also ich muss sagen, als Landtagsabgeordneter, da waren wir gemeinsam mit Fidesz ja in der Landtagsfraktion auch gerade zu den Themen Migration, Diversity, also innenpolitische Themen, die wir dort begleitet haben. Immer wieder, wenn man sozusagen sichtbar war, den Kopf raussteckte, hatte man irgendwie Pressemeldungen, dann war klar, der Shitstorm ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann auf Social Media so etwas kommt, insbesondere auf Social Media viele Zuschriften, viele Mails. Das war schon da eine Erfahrung, die ich echt niemandem gönne und wünsche. Ich muss allerdings sagen, das war echt spannend. So in der Wahlkampfzeit hier in Hannover war das irgendwie kaum ein Thema. Also klar, irgendwie in der Zeitung auch mal hier und da im Wahlkampf stand, aber hielt sich total im Rahmen, dass jemand, dessen Eltern eben zugewandert sind, hier kandidiert war. In Hannover, wie gesagt, an den Wahlkampfständen weniger Thema, als ich eigentlich gedacht hätte. Das war irgendwie auch sympathisch. Es ging viel mehr darum, autofreie Innenstadt, soziale Themen, sozialer Zusammenhalt, aber auch natürlich Diversity. Und das war sozusagen die spannenden Themen, die wir hier diskutiert haben, die wir immer noch diskutieren. Allerdings, das war echt ziemlich erschreckend, mit dem Wahlsieg änderte sich das von einem auf den anderen Moment, hatte ich so das Gefühl. Ich habe selber dann an dem Wahlabend gar nicht mehr bei Social Media oder so auf mein Handy geguckt, aber das war einfach mörderisch, was da so an Sekunden gefühlt auf Twitter, Facebook und so weiter irgendwie auf einen einprasselte. Und
ich muss echt sagen, ich habe mich richtig, richtig scheiße gefühlt in dem Moment. Das zieht einen total runter. Ich konnte mich überhaupt nicht freuen, auch auf diesen, über diesen Wahlsieg und das Erreichte und sozusagen das, was jetzt einem auch bevorsteht mit den 7 Jahren als Oberbürgermeister. Das war irgendwie in diesem Moment total, das hat einem total die Freude genommen und auch die Luft abgeschnürt. Das war schon sehr, sehr einschneidend. Ich muss da auch sagen, fand ich wirklich für mich eine Stärkung. Ich habe in der Zeit auch Claudia ja mal angeschrieben, auch Jem, weil ich weiß, dass auch eine Person, die ich kenne, auch selber ja mit solchen Phänomenen zu kämpfen hatten, wie die damit umgegangen sind. Und es war für mich schon schön und irgendwie auch eine Stärkung, da nochmal mitzubekommen, dass die Welt davon nicht untergeht, dass man sozusagen auch stärker daraus hervorgehen kann und sich darauf besinnen muss, dass das eben nicht die Welt ist, die da draußen so drauf ist, sondern eben ein bestimmter Teil. Allerdings, 2 Tage später, da war ich auf dem Weg in den Landtag, vielleicht das noch als letzte Erzählung, und ich habe mich echt gefühlt, als würden draußen Leute mit Mistgabeln und Fackeln warten. So real war der Hass, gerade aus den sozialen Netzwerken. Und da hat mich eine ältere Dame direkt am Steintor, für die Hannover kennen, am Übergang erreicht oder erkannt und gefragt, sind Sie nicht der neue Oberbürgermeister? Sie wurden doch jetzt frisch gewählt. Und so, ja, meinte ich und dachte, okay, jetzt kotzen die sich auch nochmal aus und wird total aggro. Und genau das Gegenteil war der Fall. Sie meinte, ja, ich habe Sie zwar nicht gewählt, aber ich finde es gut, dass Sie gewählt sind. Viel Erfolg und machen Sie was draus. Und dann dachte ich mir irgendwie auch, also das reale Leben ist Gott sei Dank ein anderes. Aber, und das ist vielleicht die Überleitung auch weg von mir, weil ich glaube, ich bin da irgendwie auch nicht so richtig repräsentativ vielleicht, weil ich habe in dieser Zeit sehr viel Solidarität auch erfahren. Also der Städtetag, der Ministerpräsident, die Fraktionsvorsitzenden im Landtag haben sich solidarisiert mit mir nach diesen Anfeindungen, haben sich an meine Seite gestellt. Das war für mich einfach auch ein gutes Gefühl, das zu spüren, diese Solidarität. Aber ich weiß, dass viele Menschen, die kommunalpolitisch aktiv sind, die politisch aktiv sind, die ihr Gesicht zeigen, diese Solidarität so nicht erfahren. Und das ist ein Riesenproblem. Menschen, die diese Solidarität eben oder diese Bestärkung als Kommunalpolitikerin beispielsweise nicht so geäußert bekommen. Und das merken wir gerade, wenn man mit Menschen spricht. Und ich habe auch versucht, jetzt mit der anstehenden Kommunalwahl auch für ganz unterschiedliche Parteien, auch Menschen mit Migrationshintergrund anzusprechen und zu sagen, hier, du bist doch aktiv in jener oder dieser Partei, bewirb dich doch oder geh doch in die erste Reihe und mach doch Kommunalpolitik. Das ist doch die Chance, die Stadt mitzugestalten und deine Nachbarschaft. Und die Angst war echt immer wieder zu hören, ja, ich würde das gern machen, aber ich habe doch erlebt, was mit dir passiert ist. Und dieser Hass und diese Abneigung, die Menschen bekommen, nur weil sie vermeintlich nicht deutsch aussehen oder einen vermeintlich fremden Namen haben. Und das ist schon erschreckend, was für Spuren das hinterlässt. Und das heißt für uns klar als Stadtverwaltung, das ist ein Auftrag, dass man das so nicht hinnimmt. Das ist für mich absolut inakzeptabel, wenn das in Hannover mehr und mehr Menschen davon abhält, sich frei zu entfalten, teilzuhaben, diese Stadt mitzugestalten und diese Stadt auch als ihre Stadt zu begreifen. Du hast es schon gesagt, Evrim, für mich ist das auch nicht nur eine leere Phrase, dass diese Stadt und dieses Rathaus, das symbolisch steht für diese Stadt, auch allen Menschen gehört, die in Hannover leben, die neu dazugekommen sind, die in meinetwegen 10. Generation hier schon leben. Genau das ist der Ansatz. Und das sind aber weit viele Schritte, die man dafür tun muss, um das auch politisch umzusetzen und das auch mit dem Vorbild einer Stadtverwaltung zu hinterlegen. Wir haben in Hannover allerdings schon einen Grundkonsens, den man so sagen kann innerhalb der Stadtverwaltung, dass viele Menschen, die mitarbeiten, die Politik machen, Hannover als eine vielfältige Stadt sehen und diese Vielfalt auch als Normalfall begreifen. Und ich hoffe auch, dass das tatsächlich auch mit der neuen, auch mit der Kommunalwahl vielleicht sogar noch sichtbarer wird, auch auch im neuen Rat, durch alle Fraktions- und Parteigrenzen hinweg. Und wir haben aber trotzdem uns auch hier zur Aufgabe gemacht, in der Stadtverwaltung dieses Thema strukturell anzugehen. Sowohl die Bekämpfung von Diskriminierung und Rassismus, als auch eine vielfältige Agenda klar zu implementieren und auch in der Fläche und in der Breite zu tragen. Es gibt in der Stadt Hannover den lokalen Integrationsplan aus 2008. Das geht noch zurück auf den nationalen Integrationsplan damals. In der Welle hat man sozusagen dieses Thema hier auch aufgegriffen. Das war, glaube ich,
wirklich wichtig und auch richtig, dass man das gemacht hat. Das war allein für Selbstverständnis auch noch ein klares Commitment der Stadtverwaltung damals. Aber wir sehen, dass es heute neue Diskussionen gibt, dass gerade junge Menschen sich neue Problemfelder benennen, neue Herausforderungen, nicht nur in den sozialen Netzwerken, zuletzt die Black Lives Matter Bewegung, die auch nochmal klar artikuliert hat, welche Problemlagen wir auch in Hannover haben und zu bewältigen haben. Und das ist für uns oder für mich nochmal der klare Auftrag und auch nochmal Motivation gewesen zu sagen, wir wollen eigentlich einen Schritt weitergehen. Wir wollen nicht Integration, wir wollen Teilhabe, echte Teilhabe und dafür die Rahmenbedingungen schaffen. Und dafür haben wir verschiedenste Bereiche definiert als Arbeitsfelder sozusagen. Jetzt wird es relativ trocken, wenn wir in die Verwaltung reingehen, aber trotzdem spannend, nämlich das gesamte Feld Bildung, frühkindliche Bildung, also beispielsweise die Mehrsprachigkeit abzubilden, auch anzuerkennen, dass Familien vieles mitbringen in ihren Familien, was ein Mehrwert für Hannover ist. Migrationshintergrund, Migrationsgeschichte ist kein Malus, ist ganz im Gegenteil ein absoluter Vorteil. Und das wollen wir ausleben, wollen wir unterstützen und auch nach vorne bringen. Aber auch das Thema Soziales, zum Beispiel Wohnen, das, was ich geschildert habe, im Großen erleben viele Menschen tagtäglich auf der Wohnungssuche, bei der Arbeitssuche. Und gerade die Zahlen der Antidiskriminierungsstelle hier aus Hannover haben gezeigt, unter Corona-Bedingungen haben sich die Fälle von Diskriminierung, die bei uns gemeldet werden, also das ist ein minimaler Teil vermutlich, sich verdoppelt haben in diesem Jahr im Vergleich zu den Vorjahren. Und das ist absolut erschreckend. Aber auch das Thema politische Teilhabe, Förderung von Demokratie und Menschenrechtsbildung und natürlich auch das Thema Stadtbeben und Kultur. Unsere Kulturstadt ist ja leider nicht Kulturhauptstadt Europas geworden, was uns immer noch etwas schmerzt. Aber wir sind trotzdem stolz auf dieses Selbstverständnis, weil wir uns selbst auch deutlich definiert haben als europäische Kulturhauptstadt. Und da spielen die Menschen mit ihren Wurzeln, mit ihrer Kultur, mit allem, was sie dazu beitragen können, für unsere Kulturentwicklung in dieser Stadt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und natürlich darüber hinaus das Thema Wirtschaft. Und auch da spielt gerade die Szene von Menschen mit Migrationshintergrund eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und natürlich unsere eigene Hausaufgabe, wir wollen auch das Gesicht dieser Stadt sein. Die Vielfalt, die normal ist in der Stadt, muss sich auch in der Stadtverwaltung 1:1 idealerweise widerspiegeln. Das zählt natürlich, also Diversity muss bei uns auch sichtbar sein. Nicht nur ganz oben an der Verwaltungsspitze, sondern auf allen Ebenen. Und das wollen wir auch nach und nach weiterentwickeln. Vielleicht hier einen kurzen Punkt, bevor ich die ganze Veranstaltung sprenge. Nee, es zeigt ja auch einfach, dass total viel angestoßen wurde und dass total viel passiert in der Verwaltung, die ja jahrzehntelang rot regiert war. Und wenn man wirklich was bewegen will, muss man eben an die Strukturen ran. Deswegen fand ich den Einblick ziemlich gut, nochmal einen Überblick zu bekommen, was alles so gerade verhandelt wird. Ja, es geht eben auch um Repräsentation. Da ja nochmal eine Nachfrage an dich, Belit. Immer wieder wird auch debattiert, wer kommt zu Gehör, wer erhält eine Bühne, um seine oder ihre Ideen mit anderen zu teilen. Und das wird ja auch immer wieder sehr emotional verhandelt. Zuletzt haben wir es ja auch gesehen, dass eine Initiative von schwarzen AktivistInnen an der Hochschule, also AkademikerInnen, einer Veranstaltung abgesagt haben, zu der sie eingeladen wurden, weil sie die Haltung des weißen Geschichtsprofessors zur Kolonialgeschichte sehr unkritisch fanden. In der Zeitung, in der Presse konnte man nur lesen, die wollen nicht miteinander reden. Und ich habe noch ein bisschen mehr recherchiert und habe erfahren, dass es gar nicht darum ging, sondern wirklich die Haltung des Professors, die eben der wenig Bewusstsein für seine eigenen Privilegien hatte und auch seine Perspektive auch gar nicht verorten konnte. Trotzdem wurde es in den Medien vereinfacht dargestellt. Wie geht man denn damit am besten um, wenn man Raum für ein Miteinander, für Gespräche finden möchte, andererseits diejenigen, die daran teilnehmen wollen, noch so emotional, was heißt emotional, aber sich in diesen Rahmenbedingungen nicht wohlfühlen?
Also für uns war es wichtig, dass das Ganze, diese Veranstaltung war ja im Rahmen der Wochen gegen Rassismus, da ganz unterschiedlichen AkteurInnen eine Bühne zu bieten und da eben auch die von dir genannte Initiative, auch der Professor, um eben dieses Thema Rassismus, auch die historischen Bezüge übrigens von Rassismus, auch gerade mit Blick auf schwarze Menschen, da einen Dialog zu ermöglichen. Es hat sich allerdings in den Vorgesprächen gezeigt, dass das in dieser Form nicht funktioniert. Deshalb ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, also wir haben keine Veranstaltung abgesagt, sondern es hat sich gezeigt, dass es so in dieser Form nicht funktioniert. Mir war es aber persönlich wichtig, daraus jetzt irgendwie den Diskussionsfaden nicht abreißen zu lassen. Deshalb habe ich sowohl die Initiative als auch den Professor separat nochmal eingeladen, auch zu Gesprächen. Und es waren wirklich gute Gespräche. Ich glaube auch, wenn ich das so sagen darf, aus meinen Eindrücken aus diesem Gespräch, dass es eine sehr gute, lebendige und ich glaube auch sehr gute Diskussion gewesen wäre, um nochmal diese Kontroverse vielleicht auch etwas rauszuarbeiten. Also ich glaube, für die BeobachterInnen wäre das sehr, sehr spannend gewesen. Also jedenfalls für mich, weil ja auch in dem Gespräch mir schon deutlich geworden ist, wo die Konfliktlinien offensichtlich verlaufen. Und ich finde, wir sollten darüber sprechen. Also deshalb war mein Angebot auch, sowohl an die Initiative, lasst uns gemeinsam nochmal gucken, wie kriegt man eine gemeinsame Veranstaltung auch nochmal hin. Weil ich halte es schon für wichtig, dass Menschen, auch schwarze Menschen, auch ihr Blick auf die Gesellschaft, auf Rassismus, auch auf historische Bezüge wahrgenommen wird, ernst genommen wird und auch ihnen eine Bühne geboten wird, wo wir auch darüber diskutieren wollen. Das wollen wir weiterhin machen. Und auch mit dem mit Professor Blei werden wir, darauf haben wir uns geeinigt, auch nochmal einen gemeinsamen Rahmen finden, wo wir auch seine Forschung nochmal berücksichtigen und auch da im November der Wissenschaft, die wir hier in Hannover durchführen, da auch nochmal in die Diskussion kommen. Aber ich fand, wie gesagt, insbesondere auch das Gespräch mit der Initiative schon sehr, sehr spannend, weil ich da also auch deutlich nachvollziehen konnte, sozusagen, wo kritische Punkte geäußert werden, wo aber vor allem, und das ist das Entscheidende für mich, auch in den Folgetagen, Wochen, auch in der Presseberichterstattung, wie ich finde, teilweise auch sehr unfair mit dieser Initiative, die dann auch sehr stark unter Druck gekommen ist, selber auch umgegangen worden ist. Deshalb war es mir wichtig, da dieses Gespräch zu suchen. Das war, finde ich, auch ein sehr, sehr gutes Gespräch. Ich weiß nicht, ob die Kolleginnen vielleicht auch zuschauen. Da möchte ich mich da an dieser Stelle auch nochmal dafür bedanken. Und ich hoffe, dass wir auch aus diesem Gespräch, so wie ich es wahrgenommen habe, auch weitere Veranstaltungen und vielleicht auch Initiativen gemeinsam entwickeln können. Auch diese Initiative ist ja Teil auch der Zusammenarbeit, die wir hier in der Stadtverwaltung auch weiterhin pflegen und pflegen wollen. Du hast ja als Oberbürgermeister erstmals die Antirassismuswochen von der VHS ins Rathaus geholt. Ich glaube, das war auch nochmal ein Zeichen für viele Menschen, dass das jetzt von ganz oben kommt und nicht in einer anderen Institution, wo es auch sehr gut auf jeden Fall auch bearbeitet wurde. Aber ich glaube, das war auch nochmal so ein Zeichen. Wir sind ja noch gerade so in der Analyse, wie ist gerade die derzeitige Lage? Vielleicht eine Frage an dich, Claudia. Wie würdest du die Situation in den Verwaltungen und Behörden beurteilen, wenn es wirklich um Sexismus, um Rassismus geht? Und was muss man deiner Meinung nach dagegen tun? Moment, ich muss gerade lachen, weil du gesagt hast, es ist sozusagen ins Rathaus gekommen, in das Herzzentrum, in die Herzkammer der Stadt. Da fällt mir ein, der wunderbare Song von Tonsteine Scherben, das ist unser Haus, da kriegt ihr uns nicht mehr raus. Also Bellet, da schicke ich dir mal eine Version. Also ich glaube, eine Untersuchung tatsächlich, vielleicht, also andersrum. Wir haben ja bei uns angefangen. Ich glaube, Vielfalt gestalten fängt ja bei einem selber an. Und eigentlich müsste das auch ein Modell sein für die Verwaltungen, dass man so wie bei uns, wir haben ein AG Vielfalt gegründet in der Partei, wir haben ein Vielfalt Statut erarbeitet, Felix war da ganz intensiv dabei, wir haben einen Diversitätsrat beschlossen, wir haben ein Referat jetzt in der Partei, im Parteivorstand, es sollen Kongresse sein, es soll Empowerment sein, also dass er erstmal untersucht, nicht nur die Frage, wie sieht es aus mit der Repräsentanz von Frauen, sondern dass man das ausweitet. Wir haben ja angefangen,
als Partei mit der Frauenquote. Und jetzt geht es aber weiter, es muss weitergehen. Ja, das genau ist ja total, also total viel in der Partei passiert, aber ich glaube, die Person im Chat wollte wissen, was passiert in den Behörden, in der Verwaltung, Sexismus und Antirassismus in Behörden, in diesen Strukturen. Hast du da auch einen Einblick darüber, wie die Situation derzeit ist und was man dagegen tun kann, dass es in diesen Institutionen passiert? Ja, natürlich gibt es das auch. Natürlich, das höre ich auch. Das höre ich auch von unseren Leuten in unserem Rathaus, in unserer Verwaltung, dass es Beauftragte gibt, dass es Stellen gibt, wo du dich gegen Sexismus wehren kannst, dass Sexismus sozusagen geächtet wird, weil Sexismus ist die andere Seite der Medaille von Rassismus. Aber dass es dann wirklich Strukturen gibt. Wie schaffe ich das jetzt nicht nur bei, das war ja bei den Frauenquoten oder bei dem Versuch, dass sozusagen Frauen stärker repräsentiert werden, dass wir das auch mal intersektional denken. Ist ein blödes Wort, intersektional, aber dass es Frauen gibt, die bio-deutsche Frau, die bio-süddeutsche Frau, und es gibt aber auch die Frau, die nicht Claudia oder Maria heißt, sondern die Efrem heißt oder Phyllis heißt. Also dass man sozusagen da wirklich drauf achtet und dass man mit Modellen, die es gibt, die schon entwickelt worden sind, ich glaube, da braucht es auch einen Austausch, das, was Belit gerade erzählt hat, dass man das diskutiert, dass man sagt, das ist ein Modell, so kann eine Verwaltung mit diesem Phänomen oder mit dieser Erscheinung umgehen. Genauso, man braucht Studien dazu. Das ist ja das, was unsere Polizistin, unsere Abgeordnete, die Polizeibeamtin ist oder war, immer sagt, es ist nicht eine Polizei unter Generalverdacht stellen, wenn man sagt, wir wollen eine Studie über rassistische Tendenzen, über rassistische Netzwerke, sondern im Gegenteil, es unterstützt diejenigen, die voll überzeugte Demokraten sind. Also wie sieht es aus tatsächlich aus in der Verwaltung? Wie ist die Repräsentanz in der Verwaltung? Ich sage euch, ich habe vorher gesagt, wir haben in Augsburg 50% der Bürgerinnen, Bürger, der Bewohner haben Migrationsgeschichte. Aber ich werde mich jetzt nach dieser Frage gleich mal morgen erkundigen bei meinen Leuten. Wie sieht es eigentlich Repräsentanz aus in der Verwaltung? Wie sieht es im Stadtrat aus? Also ich meine, wir sind ja froh, dass wir jetzt mal 2, 3 Leute haben, die Migrationsgeschichte haben, die im Stadtrat gewählt worden sind als Stadträte mitnichten 50%, mitnichten. Oder wir sind stolz gewesen, dass es im Bayerischen Landtag jetzt auch mal jemand gibt, der Cemal heißt. Da gibt es, glaube ich, 2 vom gesamten Landtag, die eine Migrationsgeschichte haben. Also erstmal untersuchen, wie sieht es aus. Zweitens Anlaufstellen, ganz klare Sanktionsmechanismen bei Sexismus und aber Statute, die Vielfalt, Rahmenbedingungen, die Vielfalt auch in der Verwaltung ermöglichen und eine Art interkulturelle Öffnung machen. Denn Belit hat gesagt, das stimmt doch, das ist doch nur ein Mehrwert. Mir hat mal ein Polizeipräsident in Augsburg gesagt, Frau Roth, ich bräuchte dringend Beamte, die Türkisch sprechen, die Farsi sprechen, die Serbo-Kroatisch sprechen. Ich sage ja, warum haben sie die nicht? Ja, das Problem, machen sie doch endlich mal ein anderes Staatsbürgerschaftsrecht, dann können wir die auch einstellen im Staatsdienst. Also ich meine, da kommen solche Leute, die sagen, das wäre ein Mehrwert, eine Qualitätssteigerung in den Kommunen, in der Verwaltung. Und ich weiß, dass wir zum Beispiel in der Bundestagsverwaltung, mein Büroleiter, mit Ali Machubi, mit dem ich seit über 20 Jahren arbeite. Wir müssen immer lachen und sagen, das ist der Verwaltungs-Ali, weil er auf der höheren Ebene der Verwaltung weit und breit der Einzige ist, der Machubi heißt. So. Und das ist aber ein Mangel und auch ein Qualitätsmangel. Das ist nicht nur Diskriminierung, sondern das schadet unserer Verwaltung und zeigt auch, dass wir nicht kapiert haben, was Realität einer Einwanderungsgesellschaft bedeutet, dass es immer noch manche denken, ach, das sind doch diese, also was sind denn die gekommen, waren das nicht diese Gastarbeiter? Und Gäste gehen ja in der Regel wieder. Manchmal bleiben sie zu lang, aber die gehen ja in der Regel wieder. Und ganz viel ist darauf ausgerichtet. Nach wie vor Verwaltung, Krankenhäuser. Mir hat ein Internist noch gar nicht so lange erzählt, Frau Roth, ich bin ja so dankbar, dass ich jetzt eine Schwester im OP habe, die Türkisch spricht. Dann sage ich, wie haben Sie denn vorher operiert? Ja, sagte, das war schwierig. Ich habe dann einfach aus dem Reinigungspersonal jemand geholt, die mir dann übersetzt.
Und dann sage ich, naja, das ist ja sehr vertrauensvoll. Nichts gegen die Person aus dem Reinigungspersonal, aber ob die nun die Fähigkeit hat, medizinische Operationen sozusagen zu übersetzen oder was da gebraucht wird. Also das glaube ich, und da könnten wir mit unserem Vielfaltstatut tatsächlich ein Vorbild sein. Ja, vielen Dank. Da würde ich auch gerne anknüpfen wollen. Wir haben jetzt nochmal geguckt, wo sind wir, was ist alles passiert, wie haben sich die Zeiten gegebenenfalls halt auch wirklich verändert. Und ich möchte den Blick jetzt in die Zukunft richten. Wie unterstützen wir so eine intersektionale Bewegung? Und vielleicht die nächste Frage an dich, liebe Felice. FeministInnen haben ja Jahrzehnte für unsere Rechte, für Frauen und Gleichberechtigung, der gleichberechtigten Teilhabe gekämpft. Wir haben jetzt auch das Vielfaltstatut auf Bundesebene. In Niedersachsen haben wir den Diversitätsrat, den du auch angestoßen hast. Und nicht nur wir Grünen haben mittlerweile gemerkt, dass die Quotierung, dass wir gute Erfahrungen damit machen. Das ist jetzt nicht das Allzweckheilmittel, aber eben man kommt eben weiter erstmal. Ja, wie lässt sich an diesen Gleichstellungsgrundsatz anknüpfen? Und bevor du dein Mikro anmachst, wollte ich dich, Claudia, bitten, dein Mikrofon auszumachen. Super, vielen Dank. Ja, danke, liebe Evrim. Hallo, Belit. Ja, also weil das gerade auch im Chat nochmal deutlich gemacht wurde von Dr. Soraya Mohed. Ja, wir sind eben für einen intersektionellen, für eine feministische, rassismuskritische Gesellschaft der vielen. Daran arbeiten wir sehr intensiv, insbesondere in den letzten 2 Jahren. Und gerade dieser intersektionale Blick und auch der Blick auf das Vorbild der feministischen Frauenbewegung ist doch sehr wichtig. Claudia hat das jetzt angesprochen. Wir arbeiten rassismuskritisch an unseren eigenen Strukturen und da stehen wir wirklich am Anfang. Und das Vorbild in der AG Vielfalt, die der Bundesvorstand berufen hat, war eben sofort klar das Frauenstatut. Wir müssen nicht das Rad neu erfinden. Die Frauen haben wirklich in den 80er Jahren, wir feiern ja 35 Jahre Frauenstatut, eigentlich das Vorbild geliefert. Und damit kann man natürlich, wie Claudia schon gesagt hat, den Blick auch in die Verwaltung, auf die Verwaltung lenken. Nicht nur auf die kommunalen Verwaltung, auch Claudia ist ja sozusagen als Präsidiumsmitglied auch Wächterin der Bundesverwaltung ein Stück weit. Da blicken wir natürlich auch drauf. Und da geht es um Gleichstellungspläne. Ne? Also auch gerade bei Gleichstellungsplänen guckt man sich an, wo sitzen die Frauen, auf welchen Ebenen. Und wenn man sich gerade den Bericht der Bundesbeauftragten für Migration und Teilhabe anguckt, die ja interkulturelle Öffnung macht der Bundesverwaltung, dann wird sehr schnell deutlich, wenn man tiefer in die Zahlen guckt, der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund, das ist ja noch das, was erfasst wird, bildet ja auch nicht die gesamte Gesellschaft der vielen ab. Das ist dann auf den Ebenen, da werden die Praktikantinnen mit reingerechnet etc. Und je weiter man nach oben geht, ähnlich wie wir das aus dem Frauendiskurs kennen, desto weniger ist dann Vielfalt abgebildet. Und da geht es dann ganz klar darum, dass wir sehr intensiv ja auch im Austausch mit der Zivilgesellschaft und einige sind ja auch sehr eifrig dabei im Chat, auch nochmal deutlich zu machen, ihre Forderungen, mit denen wir ja auch in unsere Konzeption gegangen sind, sind 3 Bausteine wichtig. Das scharfe Schwert, das ist das Antidiskriminierungsgesetz. Das muss zum scharfen Schwert gemacht werden. Belit hat es angesprochen, die Antidiskriminierungsstelle in Hannover kann ja vieles sichtbar machen, aber das scharfe Schwert, das hat sie nicht an der Hand. Ein Bundesantidiskriminierungsgesetz, das ist unser Ziel, wo man eben dann auch, wenn beispielsweise die Verwaltung in Hannover ein oder wenn Menschen rassistische Erfahrungen machen, dass sie sich dagegen auch wehren können, auch gegenüber Verwaltung. Das zweite ist natürlich ein Bundespartizipations- und Teilhabegesetz, was wir jetzt auch prominent im Wahlprogramm der Partei gefordert haben. Da geht es dann eben um verbindliche Zielvorgaben, um auch in der Verwaltung Vielfalt durchsetzen zu können. Und das dritte ist ganz klar, du hast es ganz am Anfang angesprochen, Evrim, die Zivilgesellschaft stärken, empowern. Und dafür fordern wir umso mehr, weil die SPD da jetzt schwächelt und die Union wieder ausbremst, ein Demokratiefördergesetz. Und ich empfehle morgen alle wirklich den Blick in die Agenturmeldungen zu lenken. Wahrscheinlich werden Eckpunkte kommen, aber mit einer Extremismusklausel.
Und da haben wir ganz klar den SPD-Kollegen signalisiert, dann lieber kein Demokratiefördergesetz, wenn da eine Extremismusklausel reinkommt. Die Erfahrung haben wir in der Vergangenheit gemacht, wie dann auch Zivilgesellschaft gerade im linken Bereich kriminalisiert wird. Und das kann nicht der richtige Weg sein. Das vielleicht zu der Einordnung. Ich finde, du hattest ja auch schon einen Blick in die Verfassung geworfen, Claudia, in Artikel 1. Mein persönlich Lieblingsparagraf ist Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes. Dafür haben unsere Verfassungsmütter wirklich gekämpft und der heißt... Da will ich gleich was sagen. Ja, willst du? Meine auch. Ja? Ach cool, genau. Ich bin in der Examsvorbereitung und immer wenn ich auf diesen Artikel stoße, denke ich, ach, da haben die Verfassungsmütter sich echt was dabei gedacht und es hat sich gelohnt. Aber worum es mir hier auch vor allem geht, ist, wir haben einmal, dass der Staat gegen die Ungleichheit von Mann und Frauen in den Strukturen vorgeht, also dass der Staat diese beseitigen soll. Es ist ein ganz klarer Auftrag an uns als Staat. Aber sowas Ähnliches haben wir für Menschen mit Rassismuserfahrung nicht. Also es gibt das Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin jetzt, was Filis auch auf Bundesebene fordert. Wir haben das Allgemeine Gleichstellungsgesetz und wir haben die UN-Behindertenrechtskonvention, die sagt, wir müssen die benachteiligten Strukturen abbauen. Also nicht die Menschen und ihre körperliche Konstitution ist das Problem, sondern die Struktur, die es den Menschen nicht erlaubt, teilzunehmen. Da ist das Problem. Aber sowas Ähnliches gibt es eben nicht für Menschen mit Rassismuserfahrung bisher. Weder in Verfassung noch auf Bundesebene so ein Gesetz. Also wie würdest du das angehen wollen? Wie können wir die Gleichberechtigung verwirklichen? Frage an dich, liebe Claudia. Ja, also was heißt eigentlich plurale Demokratie? Das soll ja mehr sein als eine Überschrift. Es muss ja mehr sein, das müssen wir ja füllen. Was heißt plurale Demokratie? Und ich muss dir sagen, Phyllis weiß es, weil ich es ihr auch gesagt habe, es gibt einen Satz bei der Trauerfeier, bei der Gedenkfeier in Hanau, nach dem einen Jahr, nach der Mordnacht von einem Vater, eines der Opfer. Und es hat sich tief eingegraben in mein Herz, wo ich mir denke, es war ein Schrei. Er hat gesagt in seiner Rede, hört doch auf, von Fremdenhass zu sprechen. Hört doch auf von Fremdenhass. Mein Junge war doch kein Fremder. Mein Junge war doch aus Hanau, der ist in Hanau geboren, der ist in Hanau aufgewachsen. Hört auf, von Fremdenhass zu sprechen oder von Ausländerhass. Und du hast vorher gesagt, welche Bedeutung Sprache hat. Und ich glaube, das hat sich tief bei mir eingegraben, dass es eben nicht eine selbstverständliche Zugehörigkeit gibt. Und für mich ist plurale Demokratie heißt, Teilhabe macht dazugehören. Nicht wir und jene, sondern Norm, selbstverständliche Zugehörigkeit. In Bayern wird man sagen Heimat. Ist Deutschland wirklich Heimat? Und wie definiert man Heimat? Heimat, wo du dazugehörst und wo du gebraucht wirst. Das ist der erste Punkt. Der zweite, habe ich mir auch gedacht, Demokratie. Unsere Demokratie ist nicht immun. Ich glaube, das merkt man, habe ich vorher auch gesagt. Aber wie stark ist denn unsere Demokratie und wie reflektiert sie tatsächlich die Realität einer Pluralität, einer Diversität? Und da gibt es den Artikel 1, habe ich vorher gesagt, dann gibt es den Artikel 3, gleiche Rechte Mann, Frau. Und da gibt es ein Wort, das immer noch drinsteht im Artikel 3 und das Wort ist Rasse. Und das muss raus. Es gibt doch keine Rasse. Es gibt doch nicht erster, zweiter, dritter Klasse Menschen. Es gibt den Menschen. Es gibt eine Diskriminierung, die rassistisch motiviert ist. Und es gibt eine Privilegierung, die rassistisch motiviert ist. Aber es gibt nicht die Rasse. Und bemerkenswerterweise, als es um Hanau ging jetzt nach den Angriffen, nach den Morden, schien es plötzlich so, als wäre die Koalition bereit dazu, Rasse rauszustreichen und
jetzt ist es schon wieder verschwunden. Und wir wollen den Ansatz, den du gefragt hast, insofern wahrnehmen, indem wir vorschlagen, dass es zu einem umfassenden Schutzauftrag gehen muss, und zwar gegen sämtliche Formen gruppenbezogener Menschlichkeit, Menschenfeindlichkeit, dass das geächtet wird, und haben vorgeschlagen, einen Satz, der würde heißen: Der Staat gewährleistet Schutz gegen jedwede gruppenbezogene Verletzung der gleichen Würde aller Menschen und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Also da geht es um alles, um jeden und jede. Und bei den ganzen, bei Artikel 3, Absatz 3, werden ja unterschiedliche Diskriminierungsfälle oder so beschrieben. Da fehlt ein Bereich, da kämpfen wir seit Jahren dafür und den wollen wir mit aufgenommen haben. Und zwar ist das Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität. Dann, wie stabil und wie stark und wie stimmig ist unsere Demokratie, ist unser Grundgesetz. Artikel 4, Glaubens- und Religionsfreiheit. Ist die wirklich gewährleistet? Ist die gewährleistet? Nehmen Menschen, die als gleichberechtigt war, ist sie gewährleistet, wenn mir meine feministische Freundin, die Gläubige ist, die Muslima ist, sagt, ich weiß eigentlich gar nicht, Claudia, ob ich in dem Land noch weiter leben kann. Ich erlebe Angriffe, ich erlebe Demütigung, ich werde bedroht, weil ich Kopftuch trage. Kann ich in diesem Land leben noch? Und wo ist eigentlich eure Solidarität mit mir als Feministin? Also Feminismus ist kein Widerspruch dazu. Also das, ich finde, man muss sich über den Artikel 4 mal überlegen, ist der wirklich, funktioniert der so, wie er praktiziert wird? Und dann gibt es etwas, was nach wie vor ein Riesenproblem ist und wo unser Bundesverfassungsgericht, Phyllis weiß es wahrscheinlich mit Sicherheit und Berlin besser als ich, aber vor 10, 20 Jahren schon davor gewarnt haben, dass nämlich das Wahlrecht das Grundnahrungsmittel unserer Demokratie ist. Davon haben sie nicht gewarnt, sondern sie haben gewarnt davor, dass wenn aber ein großer Teil, ein wachsender Teil von Menschen in unserer Gesellschaft leben, die dieses Wahlrecht nicht haben, dann fängt es an zu wackeln. Dann gibt es Brüche in unserer Demokratie. Und deswegen ist es natürlich nicht akzeptabel, dass zwar mit der Unionsbürgerschaft die Möglichkeit des kommunalen Wahlrechts oder des Wahlrechts bei den Europawahlen erweitert worden ist, eröffnet worden ist, aber auch nur für diejenigen Menschen, die Staatsbürgerschaft haben, eines EU-Mitgliedslandes. Es kann also sein, dass ein Portugiese in Hannover, der seit ein paar Monaten hier lebt, zu Recht an der Kommunalwahl teilnehmen kann, aber die türkische Obsthändlerin, die seit Jahrzehnten hier lebt, nicht dran teilnehmen darf, weil sie nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Und warum hat sie die deutsche Staatsbürgerschaft nicht? Weil aus für mich nachvollziehbaren Gründen sie sagt, ich möchte aber meine türkische Staatsbürgerschaft nicht aufgeben müssen, um die deutsche zu bekommen. Warum soll ich meine Wurzeln abhacken? Warum soll ich einen Teil meiner Identität aufgeben müssen, um den anderen Teil meiner Identität als Deutsche da die Rechte wahrnehmen zu dürfen? Das heißt, wir brauchen eine massive Reform im Wahlrecht und wir brauchen eine deutliche Veränderung und Verbesserung im Staatsbürgerschaftsrecht. Ich finde es auch völlig irre, wenn junge Menschen gezwungen werden, sich zu entscheiden zwischen sich selber. Das war ja diese Übergangsregelung, dass man bis zu einem bestimmten Alter doppelte Staatsbürgerschaft haben darf. Aber dann sollen sie sich entscheiden. Ja, sollen sie sich zwischen sich selber entscheiden? Das ist doch wirklich verrückt. Und leider, glaube ich, ist das natürlich einer der Hemmschwellen für eine tatsächliche Teilhabe. Wenn ich nur darf, 2, 3 Punkte würde ich gerne nur sagen. Es geht natürlich um Sichtbarkeit auch dieser Vielfalt. Und was Belit gesagt hat, das macht mir auch große Sorgen, dass Menschen Angst haben zu kandidieren für bestimmte Stellen. Oder dass sie sagen, ich brauche mich doch gar nicht bewerben für irgendeine Funktion, ich werde sowieso nicht genommen, außer es ist eine anonyme Bewerbung. Also wenn man Untersuchungen sieht, dass der Nachname so eine entscheidende Rolle spielt,
ob ich angegriffen werde oder ob ich überhaupt Zugänge kriege, dann zeigt sich auch da der strukturelle Rassismus. Und wir haben ja jetzt dieses Vielfaltstatut und wir haben auch wirklich in den Landesverbänden sehr versucht zu werben für Kandidaturen und Kandidatinnen und Kandidaten. Aber auch ich habe öfters gehört, dass Leute Angst haben um ihre Familie, Sorgen haben, dass sie angegriffen werden. Und das kann nicht sein, oder dass ein Geflüchteter aus Syrien so unter Drohung geraten ist in Nordrhein-Westfalen, dass er eine mögliche Kandidatur zurückgezogen hat. Phyllis hat die Vorschläge schon genannt. Vieles steht in unserem Wahlprogramm drin. Unsere Glaubwürdigkeit hängt natürlich davon ab, dass wenn wir in eine Konstellation geraten oder kommen, dass wir Regierungsverantwortung mit übernehmen, da müssen wir natürlich auch wirklich schauen, dass das dann auch, dass wir möglichst viel umsetzen. Das sind die gesetzlichen Geschichten, das sind die strukturellen Sachen, wo ich glaube, dass auch sehr wichtig ist, dass man eine Art Rat einrichtet, der sich wie der Ethikrat sozusagen aufstellen kann, Rat für Gleichberechtigung und Zusammenhalt in einer Gesellschaft der vielen. Wir wollen ein Ministerium für Demokratie und den Zusammenhalt in einer Gesellschaft der vielen. Und neben den Punkten, die Phyllis gesagt hat, will ich noch mal betonen, das Demokratiefördergesetz. Ich weiß nicht, wie lange uns die SPD erklärt, es wird das Demokratiefördergesetz geben. Es ist dringend, dringend, dringend nötig. Und so wie es aussieht, wird es es vielleicht dann doch wieder nicht geben. Warum brauchen wir das? Wir brauchen ein Demokratiefördergesetz, um unsere Demokratie, unsere Zivilgesellschaft in unserer starken zu stärken, damit die Demokratie gestärkt wird. Wir brauchen ein Demokratiefördergesetz, um Schutz vor Diskriminierung den Gruppen zu geben, die diskriminiert werden, um Empowerment zu geben. Das ist längst überfällig. Und es braucht eine kontinuierliche, eine verstetigte Unterstützung von Zivilgesellschaft, von Verbänden, von Organisationen, die sich einsetzen, Opferberatung stellen und nicht immer ein Jahr. Und dann müssen sie sich wieder was Neues ausdenken, wissen aber bis April überhaupt nicht, ob es eine neue Förderung gibt, als wäre Rassismus sozusagen ein Problem, was im Jahr 2020 da war, aber 2021 gibt es schon nicht mehr. Auch das ist diese Verkennung einer Kontinuität und eines strukturellen Problems, und da wollen wir ran, da müssen wir ran. Und ich hoffe, dass wir gestärkt werden, dass wir eine starke Fraktion sein werden, dass wir ein starkes Ergebnis bekommen, denn es entscheidet sich natürlich, wie stark du am Ende bist, ob du dann tatsächlich deine Forderungen, deine Vorstellungen weit umsetzen kannst. Also Verfassungsänderung, da braucht man ja eine Zweidrittelmehrheit und des Bundesrates auch eine Zweidrittelmehrheit und einige Änderungen von Bundesgesetzen. Es steht viel an. Ich möchte gerne eine Frage auch aus dem Chat übernehmen und hier teilen an dich, Belit. Wie ist deine Vision als Oberbürgermeister in Hannover für eine diversitätsorientierte und rassismuskritische Öffnung? Was kann man Betroffenen von Rassismus auch gegebenenfalls anbieten für Hilfestellung? Wie sieht eine antirassistische Stadt für dich aus? Also das sind zwei Ebenen, die man vielleicht da nennen sollte. Einmal sozusagen, was macht die Stadtverwaltung nach außen? Wie beeinflussen wir die Stadtgesellschaft und wie bekämpfen wir Diskriminierung, Rassismus innerhalb in der Stadt? Dazu haben wir zum einen gerade den sogenannten lokalen Integrationsplan, den ich ja genannt habe, da entwickeln wir gerade die neue Aufstellung, und da spielt das Thema Antirassismus, Antidiskriminierung eine eben auch wichtige Rolle. Da wollen wir noch stärker als Stadt Vorreiterin sein im Kampf gegen Rassismus, zum Beispiel durch die Stärkung der Antidiskriminierungsstelle, um eben Betroffenen mehr Unterstützung zu geben. Und wir können das ist so ein bisschen der Unterschied, also auf Bundesebene, Landesebene kann man in polizeilichen Strukturen oder andere Strukturen dann auch angehen, das ist ungemein wichtig. Aber wir sehen, dass viele rassistische, diskriminierende Vorfälle sich eben im Alltag ereignen, gerade auf der Wohnungssuche, Jobsuche, beim Sport oder in verschiedensten Bereichen. Und es muss vollkommen klar sein, niemand in Hannover muss das hinnehmen und kann dabei auf die Stadt und die Stadtunterstützung der Stadt
zählen. Und das wollen wir gewährleisten. Das andere ist sozusagen die Wirkung auch nach innen. Was heißt das eigentlich für uns? Wie sind wir in dem Maße divers und so aufgestellt als Stadtverwaltung, wie wir sein wollen? Und ich glaube, das kann man ausdrücklich mit einem Nein beantworten. Da ist noch ein langer Weg nach vorne. Und ich glaube, da spielt auch die Vorbildfunktion eine nicht unerhebliche Rolle. Also nur mal um eine Größenordnung zu sehen. Wir sind fast 12.000 Menschen, die bei uns in der Stadtverwaltung arbeiten hier in Hannover. Das heißt, viele Menschen haben nicht nur als sogenannte Kundinnen und Kunden, wenn sie mit der Stadt zu tun haben, sondern allein schon über ihre familiären, freundschaftlichen Bezüge auch ein Gesicht der Stadt immer wieder präsent und auch in ihrem Umfeld. Die Menschen, die in der Stadtverwaltung arbeiten, prägen das Bild dieser Stadt. Und deshalb wollen wir auch mehr Menschen auf ganz unterschiedlichen Ebenen auch diverser aufstellen. Da erarbeiten wir gerade Strategien, wie wir vorangehen können. Das Problem, das wir allerdings haben, ist tatsächlich auch so ein bisschen technisch. Wir können nicht erfassen, welche Person hat einen Migrationshintergrund. Wir können schauen, welche Staatsbürgerschaft haben sie. Man kann vielleicht noch gucken, wo sind sie geboren worden, also ob im Ausland oder nicht. Das kann ein Anhaltspunkt sein. Aber sozusagen scharf zu analysieren, wie ist eigentlich der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund aktuell in der Verwaltung, ist sehr, sehr schwierig, außer sie geben das freiwillig preis. Wir wollen das allerdings noch einmal abfragen, um zu gucken, wie stehen wir heute da. Und wir wollen da auch unterstützen, Menschen noch stärker animieren, sich bei uns zu bewerben, die Stadtverwaltung als Arbeitgeberin wahrzunehmen und diese Chancen auch zu nutzen. Wir wollen das, es geht halt nicht nur als Selbstläufer, indem man sozusagen auf den Bewerbungstext unten nochmal draufschreibt, bitte Menschen mit Migrationsgeschichte und Migrationshintergrund, bewerbt euch, das reicht nicht, sondern man muss aktiv Personen ansprechen, aktiv NGOs, beispielsweise Migranten-Selbstorganisationen noch stärker einbinden, um MultiplikatorInnen auch zu haben, um das Thema auch eben in die unterschiedlichen Communities zu spielen. Das haben wir übrigens in Niedersachsen, Phyllis wird sich erinnern, gerade mit der Polizei, finde ich, sehr, sehr erfolgreich gemacht. Die Polizei hatte sehr aktiv auch verschiedenste Gruppen angesprochen, auch aus diesem Selbstverständnis heraus, das Claudia beschrieben hat. Wir wollen dieses Potenzial auch in der Polizei oder bei der Polizei nutzen. Wir wollen Kolleginnen und Kollegen da auch eine Karrieremöglichkeit eröffnen. Und das ist, glaube ich, gerade in der Vielfalt. Also die Stadtverwaltung ist, wie man es so schön nennt, immer ein Vollsortiment an ganz unterschiedlichen Arbeitsfeldern. Und deshalb, glaube ich, auch eine gute Möglichkeit, da darüber hinaus noch mitzuwirken. Ein weiteres Thema, das Claudia angesprochen hat, will ich echt nochmal unterstreichen, dieses Thema kommunales Wahlrecht. Gerade in Niedersachsen haben wir jetzt in diesem Jahr die Kommunalwahl, also wieder eine Wahl, die leider verstrichen ist, eine Chance, eine Gelegenheit, die verstrichen ist, um da den Menschen, die hier seit Generationen leben, die hier Enkelkinder haben, die diese Stadt als ihren Lebensmittelpunkt, einen Großteil ihres Lebens haben und ausgewählt haben, mit geprägt haben, leider nicht mitbestimmen dürfen, wie die politische Konstellation ist. Und das ist echt ein ziemliches Problem aus meiner Sicht, nicht nur demokratietheoretisch, sondern rein faktisch für die Nachbarschaft, für die Identifikation auch mit dieser Stadtpolitik. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass auch die nächste Landesregierung da diesen Schritt endlich geht und diesen Knoten durchschlägt, sodass man da auch einen guten Weg nach vorne gehen kann. Darf ich ganz kurz, Berlit, nachfragen, wie viele Menschen sind es, die in eurer Stadt, wie viele Menschen sind es ungefähr, kann man das abschätzen, wie viele tatsächlich ihren Lebensmittelpunkt in Hannover haben, aber nicht wählen können, weil sie die Staatsbürgerschaft nicht haben oder die Voraussetzungen nicht erfüllen? Frage, also können wir sicherlich ermitteln, habe ich gerade nicht parat, muss ich zugeben, aber es ist natürlich eine ziemliche Menge. Also all jene, die nicht EU-Bürgerinnen und EU-Bürger sind, sind ja ausgenommen teilweise auch hier geborene Menschen, die eben nur die ausländische Staatsbürgerschaft haben. Das ist ja das Problem mit dem Optionszwang, das du ja vorhin noch kurz angesprochen hast. Also die Zahl ist schon dramatisch hoch und jede einzelne Person ist auch eine zu viel einfach. Gerade mit Blick auf die demokratische Legitimation, dass so viele Menschen da nicht mitsprechen dürfen, mitwählen dürfen und auch nicht gewählt werden dürfen. Es ist ja nicht nur sozusagen das aktive, sondern auch das passive Wahlrecht. Wir wollen ja beides. Das ist schon tatsächlich ein Problem aus meiner Sicht. Auch eine Nachfrage von mir. Die Berliner Grünen haben ja im Senat auch mal die Quote in der Verwaltung gefordert. Und da wollte ich fragen, weil ich auch mal über Umwege erfahren habe, dass ihr als Verwaltung das überprüft, ob das möglich wäre. Was sind da die Erkenntnisse?
Also rechtlich hat das schon, sind da einige Hürden zu nehmen. Aber aus meiner Sicht muss man, das ist ja vorhin das Thema auch aus frauenpolitischer Perspektive nochmal historisch eingeordnet worden. Meines Erachtens brauchen wir tatsächlich da mehr Handlungsoptionen, mehr klare Vorgaben. Und die Quote kann aus meiner Sicht auch eine solche sein. Nur, ich habe es ja gerade schon beschrieben, die Problematik oder die Herausforderung ist, wie ermittelt man das? Wir haben nicht die rechtlichen Instrumentarien als Kommune. Berlin ist ja nochmal als Land etwas anders aufgestellt, aber selbst dort ist es nicht ganz einfach. Dennoch werden wir versuchen, da, und da sind die Kolleginnen und Kollegen auch, die mit der entsprechenden Rechtsexpertise, Verwaltungsrechtsexpertise dran, mal zu gucken, wie kann so eine Ausgestaltung gelingen, die rechtssicher ist und die wirklich Menschenperspektive bietet, hier auch also auch eine Gestaltungsmöglichkeit zu bekommen, sodass wir hoffentlich da auch bald mit einem guten Ergebnis rauskommen können. Cool, ja, da bin ich gespannt drauf. Ja, wir haben das Stichwort Intersektionalismus ist immer wieder gefallen, weil jede Diskriminierungserfahrung ja auch eigen ist und wenn welche zusammenkommen, ist das nochmal eine besondere Form der Diskriminierungsform. Und Felice, die nächste Frage daher an dich. Wie kann man diese verschiedenen Diskriminierungs- oder Rassismuserfahrungen bündeln? Wie können sich auch Menschen untereinander solidarisieren und sich gegenseitig unterstützen? Siehst du da Brücken oder müssen sich alle einzeln ihren Weg erkämpfen? Also zwei Dinge. Natürlich müssen erstmal, die Strukturen sind ja schon etabliert und es gibt Privilegien. Gerade in dem Bereich gibt es viele Organisationen, Verbände, die schon über Jahrzehnte strukturell finanziert werden. Und neue, junge Organisationen oder tatsächlich auch Migrantenorganisationen, obwohl sie schon seit 30 Jahren tätig sind, hängen ja am Tropf der Projektförderung. Und da geht es zum einen erstmal darum, dass die in eine strukturelle Finanzierung kommen. Wir haben das in Niedersachsen tatsächlich geschafft, als wir regiert haben. Da haben wir zumindest die landesweiten Migrantinnenorganisationen plus den Landesflüchtlingsrat institutionell gefördert. Das ist auch eine Voraussetzung, um einfach Banden und Allianzen zu schmieden, weil das kostet ja auch Ressourcen, ne? Wenn man sozusagen Allianzen eingeht. Aber wir haben ja auch bei der Frauenbewegung immer gesagt, Frauen bildet Banden und das gilt natürlich genauso für alle Gruppierungen, die im Bereich struktureller Diskriminierungsgefährdung eine Rolle spielen. Und da vielleicht nochmal ein Hinweis an den Oberbürgermeister. Wir sind da schon ein bisschen weiter, weil ICERT, das ist ja das Komitee, der über die UN-Antirassismus-Konvention wacht, hat ja schon vor Jahrzehnten Deutschland angemahnt und gesagt, den Migrationshintergrund gibt es im Antidiskriminierungsdiskurs nicht. Migrationshintergrund gibt es nur in Deutschland. Und für eine rassismuskritische Verwaltung muss man eben auf die Diskriminierungsformen abstellen. Und die sind eben verankert in Artikel 3, den Claudia erwähnt hat. Und deshalb ist es so wichtig, sexuelle Identität auch aufzunehmen. Und gleichzeitig, das fehlt ja, bei den Frauen haben wir den Gleichstellungsgrundsatz. Der ist hart erkämpft worden. Aber es gibt eben keinen Gewährleistungsanspruch für die anderen Gruppen. Und für die streiten wir ja gerade bei Artikel 3. Alle diskutieren nur über Rasse streichen oder nicht. Da gibt es ja auch einen kontroversen Diskurs bei den schwarzen Organisationen. Das Entscheidende ist aber, dass wir den Gewährleistungsanspruch hinkriegen. Also, dass Gruppen, die von Rassismus diskriminiert werden oder eben strukturell diskriminiert gefährdete Gruppen erfasst werden. Also erstmal einen Anspruch haben, Artikel 3, und dann eben erfasst werden. Und da kommen wir zu Belit. Alle anderen Länder, die da schon viel weiter sind, die greifen auf die Equality Data Initiative zurück. Und da brauchen wir nur nach Großbritannien zu gucken, nach Kanada, in die USA. Da passiert das schon. Da gibt es auch Kriterien, die basieren auf Freiwilligkeit, auf Selbstidentifikation. Das ist ja auch ganz wichtig, dass nicht die weiße Verwaltung sagt, wie was wir erfassen. Und vielleicht nur als Ergänzung, dass DECIM, das Institut, was ja auch jetzt bei der Bundesregierung angesiedelt ist, wird noch im September den Rassismusmonitor vorstellen. Und da gehen die auch schon auf diese Datengeschichte ein. Und damit kann man dann recht gut, verfassungsfest, verbindliche Zielvorgaben machen, auch für die Verwaltung, die dann auch vor den Verwaltungsgerichten standhalten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir haben ja auch keine harte Frauenquote in der Verwaltung. Und das wird ja auch ganz oft gekippt,
von Verwaltungsgerichten, wenn dann mal eine Frau bei gleicher Qualifikation eingestellt wird und der Mann das einklagt, heißt das nicht, dass das dann auch am Ende klappt. Also von daher muss es verfassungsrechtlich fest sein. Da haben wir aber ein gutes Konzept auch erarbeitet. Und vielleicht, weil das im Chat auch jetzt ganz viral geht, die Diskussion um das Erscheinungsbild. Vielleicht nochmal an alle, die sich da auch zu geäußert haben. Also es gibt kein Kopftuchverbot in diesem Gesetzentwurf. Guckt bitte nochmal in die Beschlussfassung. Wir haben natürlich trotzdem diesem Gesetzentwurf nicht zugestimmt, genau wegen dieses Aspektes, weil in der Begründung dieses Gesetzes der Anschein erweckt wird, dass verfassungsfeindliche Symbole, beispielsweise durch Tätowierung, gleichzusetzen wären mit Bekleidungsstücken, die dann in der Begründung der Union und der SPD-Fraktion, wo das Kopftuch und die Kippa genannt werden. Und allein diese Konnotation ist natürlich absolut fragwürdig. Und das ist auch der Teil, warum wir gesagt haben, dieses Gesetz ist nicht zustimmungsfähig. Aber in dem Gesetzentwurf geht es zu zwei Dritteln um ganz andere Themen. Und es ist, das will ich nochmal betonen, das kann man auch in der Beschlussempfehlung nachlesen, das haben wir denen auch abgerungen, dass sie es nochmal sagen, es ist kein Kopftuch- und Kipperverbot. So, das vielleicht nochmal zur Einordnung und sonst gerne nochmal direkt an mich schreiben, weil einige da ja auch schon bereits mit mir in Kontakt sind. Genau, das vielleicht nochmal dazu, weil im Chat da ganz viel gefragt wurde. Ich würde auch gerne nochmal an die Quote anknüpfen, Felix. Wir haben ja über verschiedene Rassismuserfahrungen gesprochen. Es gibt bei uns bei den Grünen ja auch eine Quote für Frauen. Wir haben Frauenplätze und dann offene Plätze. Und da gab es ja auch den Diskurs, inwiefern man eine Quote für MigrantInnen, für andere Gruppen, die von Rassismus betroffen oder von anderen Formen von Diskriminierung betroffen sind, inwiefern kann man das überhaupt verbinden, also daher die Solidarisierung, oder muss man das ganz anders angehen? Gibt es überhaupt eine Lösung? Also eine Lösung, das ist halt eben ein bisschen schwierig. Jetzt für die Partei ist es sogar noch einfacher als für verbindliche Zielvorgaben. Ergebnisquote halte ich tatsächlich für schwieriger. In der Verwaltung, in der Partei wäre es tatsächlich einfacher. Die Umsetzung ist natürlich auch eine Herausforderung. Wir haben in Niedersachsen beispielsweise für unsere Liste auch eine neue Quote. Und dann haben wir noch die Frauenquote. Das ist schon eine Herausforderung bei den Listenaufstellern. Klappt aber alles hervorragend. Wir haben aber tatsächlich im Vielfaltstatut auch mehrheitlich erstmal uns gegen, also in der Vielfalts-AG selber, ja, uns erstmal gegen eine Ergebnisquote ausgesprochen, weil wir nicht ganz, also wir haben gesagt, wir müssen das erstmal erarbeiten, wie so eine Diversitätsquote aussieht, weil wir wollten uns nicht anmaßen als demokratisch nicht legitimiertes Gremium, sondern vom Bundesvorstand eingesetzt, welche Gruppen wir da benennen und identifizieren. Ja, also dann maßen wir uns ja auch selber eine keine Selbstidentifikation an. Und wir haben sozusagen jetzt auch den gesellschaftlichen Anteilen entsprechend Menschen benannt, die sozusagen von Diskriminierung betroffen sind, fordern aber jetzt ein im Rahmen des Diversitätsrats, dass wir sozusagen das dann auch erfassen und eben überprüfen in den Gremien, zum Beispiel auch Daten erfassen, die dann aber auf Selbstidentifikation beruhen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen sind wir noch in einem Prozess, aber das Ziel ist ganz klar, sich rassismuskritisch aufzustellen. Ja, es gab jetzt unglaublich viele Fragen im Chat. Es wurden auch viele schon jetzt durch Felix nochmal beantwortet. Ich habe auch viele Fragen nochmal aufgenommen und die an die ReferentInnen weitergeleitet. Und wir kommen jetzt langsam auch zum Ende. Ich glaube, was man im Chat jetzt auch gesehen hat, es gibt Bedarf, weiter zu diskutieren. Daher vielleicht die Bitte an Felix, vielleicht nochmal eine zweite Runde. Ich glaube, der Bedarf ist da und also die Nachfrage ist da. Es wurde angeregt, wir brauchen Mehrheiten, sogar eine Zweidrittelmehrheit, um Verfassungsänderungen auch einzubringen und beschließen zu können. Und die Bundestagswahlen stehen an. Und Claudia, das fand ich auch ganz spannend, du hast angeregt ein eigenes Ministerium für Demokratie und Partizipation. Und daher komme ich zur Abschlussrunde und möchte einfach die Frage, denkt nicht viel darüber nach, aber was würdet ihr
als erstes machen, wenn ihr Minister oder Ministerin eines solchen Partizipationsministeriums der Demokratie wäret? Ich fange mit Belit an. Go. Also Bundesebene würde ich erstmal eine Antirassismusstudie für die Polizei in Auftrag geben. Dann natürlich das Optionszwang, also Gesetz abschaffen, also beziehungsweise die doppelte Staatsbürgerschaft oder die Mehrstaatlichkeit auch anerkennen. Und ich würde nochmal Auftrieb geben, damit wir das kommunale Wahlrecht dann auch durchsetzen. Claudia. Ich würde ein riesengroßes Fest machen, und zwar ein Fest der Gesellschaft der Vielen, ein richtig großes Fest, und sagen und alle die einladen, die wirklich dazugehören und die wirklich wichtig sind und in die größten und wichtigsten Räume einladen lassen, wie bei euch in eurem, ich weiß nicht, was das bei euch in Hannover ist, aber bei uns in Augsburg ist es der Goldene Saal. Das ist der Saal der Bürgerschaft in Augsburg. Und da gehört die Gesellschaft der Vielen hin. Dann in der Tat würde ich auch sofort sagen, jetzt muss man an die Staatsbürgerschaft ran, so geht das nicht, und an das Wahlrecht, weil das ist der erste und wichtigste Einstieg. Und ich würde dafür sorgen, lieber Belit, aber das können wir vielleicht wirklich an einem zweiten Treffen, Veranstaltung, liebe Phyllis, machen. Ich würde Kunst und Kultur zur Pflichtaufgabe erklären. Nicht zur freiwilligen Aufgabe, sondern zur Pflichtaufgabe, weil Kunst und Kultur auch ein Grundnahrungsmittel unserer Demokratie ist und auch ein Ausdruck, ganz starker Kitt, der diese Gesellschaft der Vielen zusammenhält und auch ein Ausdruck von der Gesellschaft der Vielen ist. Und jetzt in der Pandemie geht es den Künstlerinnen und Künstlern so unglaublich schlecht und die sind so von dieser Existenzkrise tatsächlich bedroht. Und es fängt ja schon an, auch in reichen Städten wie Bamberg, in Kulturstädten wie Bamberg, dass die Kulturetats runtergefahren werden. Und dann weiß ich ganz genau, bei wem zuerst gespart wird. Das sind dann nicht die philharmonischen Orchester, die auch ihre Begründungen alles haben, sondern das sind dann die freien Künstlerinnen und Künstler, die freien Theater und Kabarets und Clubs und was weiß ich. Und das ist ganz oft auch ein Ausdruck von einer Hybridkultur, die mir ganz, ganz wichtig ist. Und jetzt muss ich mich echt verabschieden, weil ich bin sofort in einer Minute in der nächsten Veranstaltung. Phyllis sagt bestimmt auch noch was ganz Tolles, aber großes Fest der Vielfalt. Mua. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss, das nehmen wir gerne auf. Danke, dass du dabei warst. Und danke, Phyllis. Ich werde gleich sagen, wo du jetzt hin musst. Genau. Danke dir. Tschüss, meine Liebe. Tschüss. Ja, Evrim, Claudia Roth nochmal in die Runde, ist um 20.30 Uhr schon in der nächsten Veranstaltung zu einem etwas auch schwierigen, aber tatsächlich auch aktuellen, dringlichen Thema, tödliches Unrecht zur Situation der Geflüchteten im Mittelmeer. Also wenn ihr noch gleich im Anschluss switchen wollt zu einer anderen Veranstaltung mit Julian Palke, SOS Mediterran und Claudia Roth und anderen. Ja, wie soll ich das komplementieren? Also für mich ist auch das Staatsangehörigkeitsrecht ein ganz, ganz elementarer Punkt, weil einfach auch im Staatsangehörigkeitsrecht sozusagen die Hauptauseinandersetzung sich ja auch mit den Konservativen immer deutlich gemacht hat. Ja, das Blutsrecht, das wilhelminische Blutsrecht ist so im Kern verankert in diesem Gesetz. Und das haben wir jetzt gemerkt, tatsächlich ein Erfolg auch, das gemeinsam mit der Zivilgesellschaft aus der Opposition heraus durchgesetzt zu haben, die Wiedergutmachung im Staatsangehörigkeitsrecht, wenn man davon sprechen darf, nämlich die erleichterte Wiedereinbürgerung von Nachfahren von Menschen, die in der NS-Zeit ausgebürgert wurden. Und das haben wir hingekriegt. Und da werden wir jetzt noch in einer der letzten Sitzungen dieses Gesetz ändern. Und da bin ich auch ganz stolz drauf. Und das ist wirklich ein gutes Beispiel, dass man auch aus der Opposition heraus mit der Zivilgesellschaft sowas schaffen kann. Und deshalb vielleicht doch ein Punkt, den ich ergänzen will. Das habe ich gemerkt, als wir in Niedersachsen regiert haben, eine gute Gesetzgebung, das ist jetzt angesprochen worden, aber wirklich die Zivilgesellschaft stärken. Und es sind ja ganz viele, ich habe das gesehen in der Teilnehmerinnenliste auch bei der Anmeldung, ganz viele, Ciao und Lili Bischoff ist dabei und Annie Air und so viele, Bundesintegrationsrat, und die brauchen wirklich auch Empowerment und Ressourcen, um eben auch Privilegien zu bekommen und an anderer Stelle Privilegien auch abgebaut zu sehen. Und dafür würde ich mich in jedem Fall als Ministerin einsetzen.
Sehr gut, sehr gut. Ja, wir kommen jetzt wirklich zum Ende. Ich bin geflasht von den zahlreichen Fragen, die ich hier vom Handy und im Chat erreicht habe und über diverse andere Kanäle. Es hat tierisch Spaß gemacht, auch zu erfahren, was alles auf kommunaler Ebene passiert schon und was auf Bundesebene alles passieren müsste. Daher freue ich mich auf die Wahlen, auf die Kommunalwahlen, auf die Bundestagswahlen. Es ist alles drin und wir können viel ändern. Und damit übergebe ich dir, Felice, das letzte Wort als Initiatorin dieser Veranstaltung. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich will es auch nicht in die Länge ziehen. Ganz herzlichen Dank an unsere wunderbare Moderatorin Evelyn. Ich hoffe auf viele gemeinsame Projekte, auch im politischen Kontext. Ganz herzlichen Dank an dich. Und an den Oberbürgermeister Billit Onay. Du weißt, ich kontrolliere zwar im Moment die Bundesregierung, aber ich schaue auch den Hauptverwaltungsbeamten auf die Finger, ob sie denn auch den Anspruch, den sie formulieren, umsetzen. Und vielleicht regieren wir ja auch bald auf Bundesebene, dann gilt das natürlich auch für mich. Und in diesem Sinne habe ich auch gerade im Chat gelesen, es gibt schon sehr viele Wahlprüfsteine, genau, lieber Niedersächsischer Integrationsrat. Ich denke jetzt die nächsten Monate, ob geimpft, nicht geimpft, genesen oder wie auch immer, physisch oder in echt, wir sollten im Austausch bleiben, um unsere Konzepte auszutauschen, nachzuschärfen für eine feministische und rassismuskritische Gesellschaft der vielen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wie gesagt, es gibt noch eine Anschlussveranstaltung, das wurde auch im Chat gepostet. Und ganz herzlich möchte ich mich bedanken, weil ich das immer vergesse, einmal bei der Technik, Daniel Dirk, der Mann für alles bei mir im Wahlkreisbüro, also nicht für alles, aber für vieles, und Hanna Ferlemann und Simone Heid, die sozusagen das Team unter anderem mit mir komplementieren, ihr wisst schon, für eine Gesellschaft der vielen. Alles Gute und euch einen schönen Abend.